Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisCar1210. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute mit dem Animationshit Die Monster AG von Disney und Pixar. Beziehungsweise im Original heißt das Ganze Monster Inc. Der Film wurde 2001 gemacht und hat sogar den Oscar für den besten Song 2002 gewonnen und wurde auch nominiert für den Oscar. Ich glaube, hat ein anderer Film den Preis abgesahnt. Und das ist ein Film, den ich seit langem in meiner Sammlung sehen wollte und bisher noch nicht geholt habe, weil mein Bro einfach die DVD-Version davon hat. Und daher habe ich den Film auch noch nie so richtig gesehen. So beim Vorbeiseppen, der lief ja schon im Fernsehen, aber so richtig hingesetzt und angeschaut habe ich den noch nicht. Ja, Monster AG, die beiden Monster, die grüne Kichererbse und die wuschelige Wärmeflasche, sage ich mal, kommen hier in so einem, das neue Design, haben sie ja diese Auflage in diesem Schuber gebracht, aber innen drin müsste eigentlich die normale Blu-ray-Disc stecken. Ich finde die Farben so toll. Er ist so ein schönes Grün und eher so ein Türkis. Ja, richtig, richtig cool. Das Cover gefällt mir auch sehr gut. So, dann schauen wir uns mal die Seite an. Das Ganze sieht dann so aus. Hier haben wir ein kleines Bild von den beiden. Das Monster-Duo. Es gibt ja auch einen zweiten Teil davon. Die Monster-Uni. Davon habe ich auch die Blu-ray mir geholt und auch ein Unboxing dazu gemacht. So, dann schauen wir uns mal, um was es da so geht. Ein grandioser Film über liebenswert chaotische Monster, der die Herzen der Kritiker und Fans rund um den Globus eroberte. Der sanftmütige Sully und sein gewitzter Assistent Mike sind das Top-Team in der Monster AG, der größten Schreiverarbeitungsfabrik in ganz Metropolis. Nee, was? Monstropolis. Metropolis, das ist doch was ganz anderes, ne? Superman. Doch als ein kleines Mädchen namens Boo in ihre Welt gelangt, sind es die Monster, die in Panik geraten. Nun liegt es an Sully und Mike, Boo wieder sicher nach Hause zu bringen. Ja, das müsste hier das kleine Mädel sein, das sie erschrecken sollen. Und hier sehen wir einen anderen Charakter aus dem Film. Ja, Bonusmaterial ist auch natürlich drauf mit Runde der Filmemacher in Hidden Café. Dann Ride and Go Seek, Monstropolis in Disneyland Japan. Kurzfilm, der Vogelschreck und noch ein Kurzfilm, Mikes neues Auto. Das Ganze kann man in 1080p High Definition genießen, 16:9, hat eine Laufzeit von 91 Minuten und die Formate sind Englisch DTS HD und Deutsch und Italienisch noch in DTS 5.1. Untertitel haben wir Deutsch, Englisch und Italienisch. So, dann packen wir das Ganze mal aus hier. Endlich habe ich den Film in meiner Sammlung, Freunde. Und bin echt mal gespannt, den mal endlich zu sehen, weil ich nehme mir das immer vor und es passiert nichts. So, ich hatte eigentlich unten so einen Schnitt gemacht, aber ich muss noch ein bisschen mehr aufschneiden, so wie es aussieht. Ja, Disney und Pixar haben jetzt halt wie gesagt diese Auflage mit den anderen Covern herausgebracht. Da hatte ich ja jetzt Toy Story 3 unboxed. Wobei die Monster-Uni, das war ja so die Vorgeschichte zu diesem Film hier. Da kam ja viel später raus. So, dann machen wir es mal auf. Zack. So,
Sieht ganz nett aus. Das müsste die normale, halt die normale Blu-ray-Version sein, ne? Aber das Cover finde ich auch nicht schlecht, so wie die Monster hinter der Tür gucken. Das müsste das Zimmer von dem kleinen Mädel sein. Und so sieht das Disc-Design aus. Ist das gleiche wie das Cover. Boah. Und wir schauen uns auch die Rückseite an. Da sehen wir nochmal verschiedene Monster in verschiedenen Farben. Und von ihm habe ich, glaube ich, eine Disney Infinity Figur. Einer meiner ersten Disney Infinity Figuren. Von dem guten Mikey oder Mike oder so. Ja, und hier steht 92 Minuten. Hier stand 91 Minuten. Was ist denn jetzt richtig? 91 Minuten, 92 Minuten. Naja, die eine Minute macht den Brei auch nicht heiß, Freunde. Ich freue mich auf diesen wunderschönen Film. Wobei hier die Beschreibung ist ganz anders, ne? Hier wird viel, viel detaillierter drauf eingegangen. Und hier ist nur so eine Kurzbeschreibung. Oh. Die Monster AG öffnet die Tür in eine faszinierende Monsterwelt voller Spaß, sympathische Charaktere, detailgetreue Animationen und brandneues Bonusmaterial machen diesen Film zu einem sensationellen High-Definition-Erlebnis für die ganze Familie. Yeah. Okay, Freunde, das war das Unboxing zu die Monster AG. Kennt ihr den Film? Natürlich kennt ihr den sicher. Habt ihr den schon gesehen? Und das könnt ihr mir alles gerne unter den Kommentaren schreiben. Daumen nicht vergessen. Abonnieren, kommentieren. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.